So, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, darf Sie recht herzlich zur Messe wieder mal nach 2 Jahren Pause hier in Bad Arolsen begrüßen. Darf Sie recht herzlich willkommen heißen, heute bei fürstlichem Wetter im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke mal, das tolle Ambiente des Schlosses, des Schlosshofs, hat etwas, und ich habe vorhin gesagt, es ist unbezahlbar. Meine Damen, meine Herren, ich darf Ihnen die herzlichsten Grüße von Landrat van der Horst übermitteln, der heute leider nicht kann. Ihnen aber alles Gute wünscht und der Veranstaltung einen guten Verlauf. Darf mich in dem Zusammenhang recht herzlich auch beim Landkreis für die Unterstützung der ganzen Veranstaltung, der Direktfahrmärkte und alles, was drumherum ist, bedanken. Denke hier, mein Kollege Udo Hoffmann kann es im Kreisausschuss auch weitergeben, dass wir das gerne mit Dankbarkeit annehmen. Ich freue mich ganz besonders heute, den neu gewählten Bürgermeister begrüßen zu dürfen. Herr Lambion, herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Ich setze auf sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit Ihnen, gerade auch hier im Bereich der Direktvermarktung, gerade wenn es um Bad Arolsen geht. Und natürlich begrüße ich ganz besonders Erbprinz Karl Anton, der heute auch Gastgeber quasi ist. Besten Dank ans Fürstenhaus für die Bereitstellung der gesamten Einrichtung hier. Verbunden natürlich mit den ganzen Wünschen, und ich gehe mal davon aus, dass wir uns demnächst doch wieder jedes Jahr Muttertag hier traditionell treffen dürfen. Das würde mich sehr freuen. Karl Anton, beste Grüße auch an Ihren Vater. Neben mir stehen die beiden Botschafterinnen der Barockfestspiele. Denk mal, ein gutes Zeichen dafür, und die machen schon mal gleich darauf aufmerksam, wo Sie die nächsten Tage dann hingehen dürfen, wenn in Arolsen die Barockfestspiele losgehen. Ich möchte es nicht versäumen, heute allen Müttern recht herzlich zum Muttertag zu gratulieren. Allen Müttern, Großmüttern natürlich auch. Und gestatten Sie mir auch, dass ich wirklich kurz erwähne, dass keine 2 Flugstunden von hier entfernt auch Mütter und Großmütter um ihre Söhne bangen. Denken wir an diese Mütter und Großmütter auch, die in der Ukraine sind und heute den Tag nicht so friedvoll verbringen können, wie wir hier in Bad Arolsen. Meine Damen, meine Herren, wir haben heute, denke ich mal, den Nagel wieder auf den Kopf getroffen. Das schöne Wetter, der Standort Bad Arolsen, der sich immer schon bewährt hat, und natürlich die vielen Direktvermarkter, die auch richtig mal drauf brennen, wieder mal ihre Produkte zeigen zu können, und natürlich auch die vielen Verbraucherinnen und Verbraucher, die sehr gerne kommen, um auch wieder mal die sozialen Kontakte zu pflegen, Freunde zu treffen, sich mal wieder zu unterhalten und mal ohne Mundschutz ein Bierchen zu trinken und eine Wurst essen. Denk mal, das alles ist schon Grund genug, heute nach Bad Arolsen zu kommen. Ich darf mich recht herzlich bedanken beim Fachdienst Landwirtschaft für die Vorbereitung der heutigen Veranstaltung, speziell bei Herrn Kuckuck und Frau Loth, natürlich bei allen anderen Mitarbeitern auch. Bedanke mich ganz herzlich bei den Gremien der Stadt Bad Arolsen. Herr Joost, geben Sie es auch bitte Sie weiter als erster Stadtrat. Bedanke mich auch recht herzlich, wie gesagt, beim Bauhof, die ja maßgeblich hier mit dazu beitragen, dass alles so gut funktioniert. Die Ordnungsbehörden natürlich genauso. Bedanke mich aber auch bei der Sparkasse Waldeck-Frankenberg, die uns immer wieder gerne unterstützen und Partner bei uns sind. Genauso das Welcome Hotel bei Herrn Adamczyk und Herrn Granzo, mit dem wir ganz eng und gern zusammenarbeiten. Ich denke mal, wenn man so viele gute Partner hat, ist man eigentlich dazu verpflichtet, ein gutes Fest zu machen. Und ich darf Ihnen sagen, wir haben heute auch ein rundum gutes Programm wieder. Wir haben heute schon das erste gehört, Niklas Behle, ein ganz neuer am Markt, der uns begrüßt hat, und es werden heute noch viele Programmpunkte kommen. Bitte genießen Sie die alle. Ich wünsche der Veranstaltung einen sehr, sehr guten Verlauf. Nicht bevor ich natürlich Herrn Hass von der WLZ noch begrüßen darf, der heute unter uns ist und für die Heimatzeitung berichten wird. Ich darf jetzt den Bürgermeister der Stadt Bad Arolsen um ein Grußwort bitten. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Marktbeschicker, liebe Gäste. Ich fühle mich hier sehr gut umrahmt, einmal von unseren Botschaftern für die Barockfestspiele und natürlich auch von Fritz Schäfer hier neben mir. Danke für die schönen Worte eben. Auch ich begrüße Sie herzlich hier am Muttertag
unserem Markt im Schloss, hier auf dem Schlosshof, unserem schönen Barockschloss in Bad Arolsen. Und auch mein Grüßen natürlich heute am Muttertag an alle Mütter, Großmütter in ganz besonderer Weise. Aber auch eine kleine Anmerkung, im Kirchenjahr feiern wir heute den Sonntag Jubilate, jubelt. Und ich möchte bei diesem wunderschönen Anblick sagen, warum sollen wir nicht zum Jubeln ansetzen? Der Frühling glänzt von seiner schönsten Seite und die Auslagen und Angebote der heimischen Direktvermarkter stehen dem im Nichts nach. Zum besonderen Charme, in diesem Jahr findet unser schöner Markt zum 7. Mal statt. In den beiden vorangegangenen Jahren mussten wir ihn leider pandemiebedingt ausfallen lassen. Umso mehr freut es mich, dass unsere Marktbeschicker in Anzahl und Qualität wieder nahtlos an die Vorjahre anknüpfen. Zum besonderen Charme dieses Marktes gehört sicherlich auch der außergewöhnliche Rahmen hier in unserem Residenzschloss, der uns hier bietet. Und so bedanke ich mich bei unserem Hausherrn, heute vertreten durch Prinz Karl Anton zu Waldeck und Pyrmont, dass wir auch heute wieder hier zu Gast sein dürfen. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Veranstalter und Organisator dieses Markthighlights ist natürlich der Landkreis. Unser Dank, dass Sie wieder unsere schöne Stadt als Veranstaltungswort gewählt haben, darf ich hier den Anwesenden des Landkreises Fritz Schäfer, Karl-Fried Kuckuck und Frau Dorothea Loth aussprechen, die die Federführung für die Organisation anhat. Vielen Dank. Und vielen Dank, wir haben es eben auch schon gehört, an die unterstützenden Partner der Sparkasse, des Welcome Hotels, dass sie auch in diesem Jahr den Markt wieder unterstützen und uns dieses Highlight hier mit präsentieren. Gerne hat natürlich auch die Stadt Bad Arolsen wieder bei der Durchführung dieses Marktes Unterstützung geleistet. Und ich glaube, bei der Erfüllung unserer Aufgaben ist es auch wieder gelungen. Ich danke insbesondere den Kollegen und Kolleginnen des Betriebhofes, die sind, glaube ich, hervorzuheben, die umfangreiche Arbeiten zur Herrichtung des Veranstaltungsgeländes geleistet haben, wie zum Beispiel die Errichtung der Beschilderung, die Elektroinstallation, Aufbau dieser Bühne und die erste große Veranstaltung seit der Pandemie, den Aufbau der Zufahrtssperren, die wir bis jetzt ja nur einmal probeweise beim kleinen Viehmarkt letztes Jahr auf dem Kirchplatz Anwendung gefunden haben. Darüber hinaus hat natürlich auch das Ordnungsamt und der Touristikservice Organisation und Durchführung des Marktes tatkräftig unterstützt. Dafür den Kolleginnen und Kollegen vielen Dank. Das werden wir mit Wilhelm Müller wirst du bitte mit ins Rathaus nehmen. Und natürlich auch, wenn ich schon bei fremden Federn bin, möchte ich meinem Vorgänger hier in diesen letzten 4 Monaten, Udo Joost, danken, der auch hier die Organisation mit übernommen hat. Sie wissen ja, ich darf dieses schöne Amt erst seit diesem Montag bekleiden. Meine Damen und Herren, Fritz Schäfer hat es eben auch schon angesprochen in seinen Worten. Nicht nur aufgrund der politischen Entwicklungen, 2 Flugstunden von hier entfernt, wird uns die Bedeutung von regionaler Erzeugung und heimischen Wertschöpfungsketten wieder deutlich ins Bewusstsein gerückt. Viele Gründe sprechen für unsere heimische Direktvermarkter als wichtigen Teil unserer heimischen Wirtschaft und Landwirtschaft. Und so freue ich mich, dass wir auch in diesem Jahr unsere Direktvermarkter mit einem so großen Publikum zusammenbringen können. Dass dies gelingen wird, habe ich keinen Zweifel. Bereits in der Vergangenheit hat dieser Markt eine Vielzahl von Besuchern angelockt. Das Wetter spielt heute auch in außergewöhnlich guter Weise mit. Das vielfältige Angebot unserer Marktbeschicker spricht für sich. Und last but not least, Sie haben es verfolgt, in der Vorberichterstattung hat unser ehemaliger Bürgermeister und heutiger Landrat eine große Schar von Gästen vorhergesagt. In unserem Veranstaltungskalender der Stadt Bad Arolsen macht der heutige Markt am Schloss einen verheißungsvollen Auftakt. Und es kann gehofft und ganz fest davon ausgegangen werden, dass wir in diesem Jahr weitere attraktive Veranstaltungen in Arolsen erleben werden. Hervorzuheben möchte ich natürlich die Arolser Barockfestspiele, jetzt am 25. bis 29. Mai. Und sage es, wie sich es in Arolsen richtig gehört, das Arolser Kram- und Viehmarkt vom 4. bis 7. August. Für heute wünsche ich uns einen zum Jubilieren schönen Tag. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Jetzt kommt Herr Huneck von der Sparkasse Waldeck-Pyrmont. Ja, liebe Besucherinnen und Besucher, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auch im Namen der Sparkasse Waldeck-Frankenberg. Wir fördern solche Direktvermarktermessen wie hier am schönen Schloss in Bad Arolsen schon seit vielen Jahren. Für uns steht dabei Nachhaltigkeit an erster Stelle. Das ist auch das, wofür wir als Sparkasse stehen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich freue mich gleich hier einzukaufen, regionale Produkte zu erwerben und möchte mich auch jetzt an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die das hier möglich machen, die hier sind, die die Veranstaltung unterstützen.
Danke dafür und ich wünsche uns allen einen schönen Tag. Und selbstverständlich gratuliere ich auch noch allen Müttern zum Muttertag. Danke. Jetzt kommt Erbprinz Karl Anton. Ja, liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass hier wieder so viel los ist. Ich habe das Gefühl, Arolsen atmet heute richtig auf nach 2 Jahren. Und es freut mich einfach sehr, dass hier wieder richtig Leben auf dem Schlosshof ist. Und dafür ist er ja letztendlich da. Und lieber Herr Schäfer, ich kann, glaube ich, zusichern, dass wir die nächsten Muttertage auch hier zusammen feiern können, wenn Sie das beruhigt. Und ansonsten würde ich eigentlich versucht sein, jetzt zu sagen, das Buffet ist eröffnet, aber das ist es, glaube ich, schon lange. Von daher wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Sonntag und einen schönen Tag hier und einen schönen Muttertag. Vielen Dank.